Eine Legende sagt adios, Claudio Pizarro und sein letztes Spiel. Das Wohnen-Westweser-Stadion mit über 40.000 Zuschauern, bestens gefüllt, um Werders Rekordtorschützen gebührend zu verabschieden. Ein besonderes Spiel, ein besonderer Moment, alleine schon der Einlauf für den Peruaner, der hier viele Fans, aber eben auch Familie und Freunde mit dabei hatte. Legenden hatten sich angekündigt, Johan Miku auf grün-weißer Seite, insgesamt drei Teams, auch die Bayern stellten eine Delegation, dazu gab es Claudios Amigos. Und jetzt einfach mal reingehorcht in den Moment, als Pizarro erstmals wieder das Weserstadion betrat. Man merkt ihm an, dass er richtig Lust auf dieses Duell hatte. Viele Werder-Legenden, die sich auch bei dieser Gelegenheit die Ehre geben wollten, Claudio Pizarro hier auch nochmal mit zu verabschieden. Tolle Stimmung schon im Vorfeld. Die Trikots wurden verteilt und dann konnte es auch langsam, aber sicher bei dieser besonderen Partie losgehen. Claudio Pizarro, im ersten Drittel insgesamt wurden 3x30 Minuten gespielt im Trikot von Claudios Amigos und diese Freunde von ihm hatten es gleich absolut in sich. Flanke von der rechten Seite von Finn Bartels und in der Mitte, da ist er, das erste Tor von Claudio Pizarro. Der Gastgeber höchst selbst traf und sorgte für den ersten Treffer. Schöne Flanke von Finn Bartels. Tim Wiese versuchte rauszukommen, kam aber letzten Endes nicht mehr an diesen Ball heran. Es entwickelte sich ein klassisches Abschiedsspiel. Offensiv gab es einiges, unter anderem Ailton. Ailton vorbei an Silvestre und nicht vorbei an Felix Wiedwald. Nachschussmöglichkeit nochmal für Zlatko Junuzovic, aber zweimal Felix Wiedwald mit richtig guten Reaktionen. Ailton schnell wie eh und je. Hier aber fand er kein Vorbeikommen an Werders früherer Nummer 1, die im Sommer ihre Karriere beendet hatte. Nächste Möglichkeit dann für Zlatko Junuzovic und dieses Mal legt ab auf den Kugelblitz und der sorgt für auch sein erstes Tor. Pizza Toni hatte also schnell wieder geliefert. Kein Abseits, gut zu erkennen und auch schön zu sehen, wie viel Qualität noch in den Beinen einiger schon länger pensionierter Spieler herrscht. Einer von denen, Johan Miku. Hier auch gut zu erkennen, wie viel Qualität immer noch in seinem rechten Fuß steckt. Und die nächste Aktion, dann kommentiert von Florian Kohfeldt. Floro, wir gerade drüber sprechen, bevor der Mann auf den Rasen muss. Mit Claudio viele großartige Momente hier erlebt im Wohnen Westweserstadion. Claudio, was ist das für einer? Wir haben alle ein Gefühl, dass wir wissen, was das für einer ist. Kannst du es uns nahebringen? Ja, ich kann es natürlich nicht. Naja. Füllkrug. Wer sonst? Ja, gegen Claudio Kessel, bitte. Nein, er hat das Spiel. Er hat das Spiel geliebt. Ich glaube, das war immer das Beeindruckendste, dass man das Gefühl hatte, egal was, um was es ging, egal wo, er hat einfach Fußball gespielt. Und das war als Trainer echt schön zu sehen. Die einen haben Fußball gespielt, die anderen wurden heute zum Kurzzeit-Linienrichter. Und Claudio Pizarro, der suchte nach seinem nächsten Treffer, versuchte hier den Ball ins Eck zu legen. Tim Wiese hatte aber was dagegen. Gute Reaktion von Wiese, der immer noch schnell unten ist. Die 21. Minute. Sebastian Bönisch, auch ein sehr guter Freund von Claudio Pizarro. Und ein Schuss aus der zweiten Reihe von einem aktiven Bundesligaspieler, Maxi Eggestein. Im Moment ja in Diensten des SC Freiburg. Wurde auch im Vorfeld dieser Partie von Werder nochmal verabschiedet. Und hier sieht man, was für ein starker Spieler er eben auch ist. Keine Chance für Wiese, da heranzukommen. Kurz vor Ende des ersten Spiels. Joko Winterscheid mit diesem Ball und dann Valdez, der zu Boden geht und Schiedsrichter Sven Jablonski zeigt auf den Punkt. Es gibt den Elfmeter und eine besondere Markierung noch auf dem Elfmeterpunkt. Die 14, die leuchtete
da auf und das hieß bahnfrei für Claudio Pizarro gegen Tim Wieser. Pizarro aber eben in die Hände des Werder-Schlussmanns. Er versuchte den Panenka-Trick, aber nicht mit Wiese im Tor zu machen. Damit war dann auch das erste Spiel vorbei. Es gab ein 2:2 zwischen Werder und Claudios Amigos und damit bahnfrei für die zweite Partie. Claudio Pizarro dieses Mal im Trikot des FC Bayern, für den er ja auch lange in der Bundesliga gespielt hat, insgesamt mit den Münchnern auch 6-mal deutscher Meister wurde und ja heute noch Repräsentant der Bayern ist. Und hier entwickelte sich vom Beginn weg ein echtes Torspektakel. Und zwar begonnen durch einen Münchner Innenverteidiger, der den Weg ins eigene Tor fand. Thomas Linke, mittlerweile auch schon 52 Jahre alt, ehemaliger Nationalspieler. Und dann dieses tolle Tor von Marco Marin. Fast ein bisschen zu schnell ging es da für die Regie. Marin kommt hier an den Ball, blickt auf und dann wunderbar unter die Latte. Gegenseite. Bayern auch mit vielen namhaften Spielern dabei, unter anderem Paulo Sergio, Arjen Robben und natürlich Claudio Pizarro, verkürzt hier auf nur noch 1:2. Gut vollendet von Pizarro. Es war vermutlich das erste Mal überhaupt, dass in diesem Stadion ein Tor des FC Bayern bejubelt werden durfte. Und die Münchner hatten Spaß, kamen über die rechte Seite, fast immer Arjen Robben involviert. Und hier Mario Gomez, spitzer Winkel und der Ball trotzdem im Tor. Für alle vermutlich etwas überraschend. Bin mir nicht mal sicher, ob er es genauso geplant hatte. Es hat jedenfalls geklappt für Mario Gomez. Im Stile eines echten Torjägers hat er den verwandelt. Die Laola schwappte durchs Stadion und... Ja, los, okay. Sascha Thielert, unser Fußballgott, hier an der Seitenlinie. Der rannte auch und sah dann dieses Tor von Anthony Uja. Uja, der hier also für Claudios Amigos wunderbar den Ball rüberlupft, weil Des war nicht mehr am Ball. Nächster Ball für Claudio Pizarro und auch den verwandelt er im Stile eines absoluten Torjägers. Qualität verlernt man nicht. Claudio Pizarro hat das richtig stark gelöst. Wiedwald geschlagen. Ecke dann Giovane Elba, nicht unbedingt als Standardspezialist aufgefallen in seiner gesamten Karriere. Aber den bringt er richtig gut rein. Daniel van Beuten mit dem Kopf. Und Sascha Thielert, der eben noch sprintende Schiedsrichterassistent, hatte das ganz genau gesehen und entschied trotz Wiedwalds Parade auf Tor. Die 26. Minute in diesem zweiten Spiel. Flanke rein und dann Nelson Valdés. Tolles Tor des Paraguayers. Verständnis mit Anthony Uja in dieser Situation groß. Und da war nichts mehr zu halten. Und dann noch ein durchaus spannender Moment von Pizarro. Aber Wiedwald, super Reaktion, verhindert das 5:4 der Bayern-Legenden. Auch wenn das sehr artistisch von Pizarro gelöst war. Und damit wartete die letzte Begegnung auf uns. Claudio Pizarro im Werder-Trikot gegen die Bayern. Und auch die Partie überzeugte wieder mit Geschwindigkeit. Erste Chance für Mario Gomez, aber Christian Vander bleibt einfach stehen und macht das damit genau richtig. Die 7. Werder mit Thorsten Frings und dann Junuzovic. Und in der Mitte erneut ein Bayern-Eigentor. Dieses Mal Daniel van Beuten. Linke hat es vorgemacht, van Beuten tut es ihm nach. Ailton hatte hinten aber auch gelauert. Werder also in Führung
und Grün-Weiß machte weiter über Theodor Gebrselassie und über Ailton. Ailton, spitzer Winkel und hinten Claudio Pizarro. Er hat das Timing eines echten Goleadors. Wartete lang, nachdem Ailton hier zunächst das Tor nicht besorgen konnte. Verzögert kurz, sieht die freie Schussbahn und macht das zweite Tor für Werder in dieser Partie. Konter dann mal für die Bayern über Arjen Robben. Robben, der wartet und die Unterstützung sieht in Person von Mario Gomez. Gomez verzögert, nimmt Trochowski mit und da ist wieder Arjen Robben. Guter Sprint von hinten, nur noch 1:2. Da löst er sich, Arjen Robben, und letzten Endes souverän vollstreckt. Freistoß Pizarro, auch hier wieder die 14, die ihm den Weg weist. Keine Mauer, aber dafür fehlten ein paar Zentimeter, um Hansjörg Butz in dieser Szene zu bezwingen. Wusste offensichtlich selber nicht so richtig, wieso der Ball nicht reingegangen ist. Trotzdem schöner Freistoß. Seinen wichtigsten hatte er für Werder gegen die Hertha mal verwandelt. Und Werder kam dann nochmal 5 Minuten vor Ende. Pizarro gefoult und Schiedsrichter Jablonski entschied auf Elfmeter. Der zweite in dieser Partie. Paulo Sergio wollte es nicht wahrhaben. Und der Unparteiische selbst gab dem Gastgeber die Wahl, was folgen sollte, die gelbe oder die rote Karte. Pizarro, ganz Gentleman, entschied sich für gelb gegen Paulo Sergio. Und es folgte eine kuriose Szene, eine mindestens mal kuriose Szene nach diesem Foulspiel, das ganz klar eines war. Denn Pizarro sagte sich, Elfmeter geschossen, habe ich in meiner Karriere genug gehalten, aber noch keinen einzigen. Hansjörg Butz als Spieler, ein ganz souveräner Schütze gegen Claudio Pizarro und Pizarro hält. Auch das kann die peruanische Legende. Viel und weit springen muss er nicht, aber auch den muss man eben erstmal fangen. Und die Bayern wollten hier nochmal einen Treffer besorgen, verhindern, dass irgendeine Mannschaft hier am Ende gewinnt. Und Mario Gomez zeigt, dass auch er das Toreschießen nicht verlernt hat. Platzierter Schuss ins lange Eck. Ein Tor, wie es auch Pizarro in seiner Karriere schon öfter geschossen hat. Und dann gab es den würdigen Abschluss einer ganz, ganz großen Karriere. Thomas Schaaf bat Claudio Pizarro vom Feld. Adios, Claudio Pizarro. Er verließ den Rasen und es wurde entsprechend emotional. Von den Rängen gab es Ovationen. Pizarro gab die Kapitänsbinde ab an Frank Baumann, bedankte sich nochmal bei allen Fans, Spielern und auch allen, die ihn von draußen immer wieder unterstützt haben. Der Weg führte ihn gleich draußen zu seinen Eltern, die mit dabei waren. Auch sein erster Trainer und Entdecker war heute mit nach Bremen gekommen. Besonderes Spiel, ein ganz besonderer Tag. Das war der Moment, als er seinen Trainer wieder sah, Claudio Pizarro. Man sah ihm an, das war eine echte Überraschung. Und er nahm das Bad in der Ostkurve, klatschte ab mit den vielen Fans, denen er so viel gegeben hat und die ihm eine ganze Menge heute zurückgeben wollten. Und es gab weitere Überraschungen. Jan Delay kam und verwöhnte Spieler wie Fans nochmal mit einem kleinen Konzert. Ehe es zum Abschluss die große Lasershow gab, der würdige Abschluss einer ganz, ganz großen Karriere, Claudio Pizarro und sein Karriereende. Er wird fehlen, aber er hat heute nochmal gezeigt, wieso er uns allen so viel Spaß gemacht hat. Adios, Pisa. Er gab seine Schuhe ab und verließ das Stadion.